Ostern, Fest der Auferstehung Jesu, wie wir das nennen. Auferstehung. Können wir da überhaupt eine Ahnung bekommen, was das ist? Auch wenn es sehr vermessen klingt, ich stelle jetzt mal voraus, doch, ja. Denn bei dem, was mit dem Wort Auferstehung umschrieben wird, geht es nicht um eine völlig jenseitige Sache, also Auferstehung nach dem biologischen Tod, sondern die Trennung zwischen diesseits, jenseits und all diese Abgrenzungen, das ist aufgehoben. Auferstehung bedeutet, dass die Welt, die wir wahrnehmen, die wir erfahren können, sich geweitet hat. Der Glaube an eine Auferstehung nach dem Tod war ja damals zur Zeit Jesu im Judentum schon völlig gängig. Das war für die nichts Neues, dass also es irgendwie nach dem Tod weitergeht. Das haben die nicht erst durch die Auferstehung Jesu erfahren. Da kommt was ganz anderes noch. Also eben nicht bloß eine Hoffnung für nach dem Tod, sondern Gott will uns, will dich jetzt und hier schon ergreifen. Das ist ja die durchgängige innere Logik der biblischen Erfahrung. Ne? Also eine Erfahrung mit der Lebendigkeit Gottes, die kannst du schon jetzt machen und das geht dann irgendwie nach dem Tod weiter, klar. So, und deshalb sind für die christliche Auferstehungshoffnung eben die Erfahrungen, die Begegnungen entscheidend, die das Leben damals von Menschen konkret verändert haben nach dem Tod Jesu. Diese Veränderung meint übrigens nicht, jetzt auch im Blick auf uns, dass auf einmal schlagartig alles anders wird, dass das Leben nur noch super läuft und sowas, sondern es wird eben mehr. Wo Gott ins Spiel kommt, wird dein Leben mehr, auch wenn es vielleicht zunächst mal in den konkreten Dingen so bleibt, wie es ist. Ich würde es mal so vorsichtig formulieren, es wird doch mit der Zeit spürbar leichter. Also nochmal die Frage, ist uns das heute auch möglich, so wie Leute damals Jesus begegnet sind, auf dem Weg nach Emmaus, Petrus oder eben, ja, ganz besonders Maria Magdalena, vielleicht die spannendste Osterfigur. Und machen wir uns klar, um das, worum es hier geht, sind wir an der Sache genauso nah dran wie Maria Magdalena, wie Petrus und all die anderen. Weil der zeitliche Abstand ist aufgebrochen. Es geht um eine Nähe, die sie mit Jesus erfahren haben, die wir genauso unmittelbar erfahren können, weil es mit der unmittelbaren Gottesnähe zu tun hat. Also, die Sache ist uns gleich nah. Deswegen lassen wir auf die österlichen Erfahrungen von damals schauen, um zu gucken, ja, das sind auch unsere Erfahrungen, die uns möglich sind. Wir können uns vorantasten wie Maria Magdalena. Die ist so fertig, so traurig, aber sie stellt sich dem, sie verdrängt das nicht, sie zieht sich nicht ängstlich zurück, sondern sie gibt dem in sich Raum, sie geht dem nach. Und eigenartigerweise genau diese Trauer, dieses tiefe Empfinden macht sie fähig zum Aufbruch, dass sie eben zu dem Grab geht. Und sie lernt gleichsam dann österlich laufen. Die Trauer öffnet Maria für ihr Inneres und damit für die innere Begegnung mit Jesus, mit dem Lebendigen. Das ist ja spannend, das wird dann berichtet, dass sie Jesus sieht, ihn erst überhaupt nicht erkennt. Und erst als er ihren Namen nennt, als sie also im Innersten berührt wird, spürt, ich bin hier gemeint. Da heißt es, da wandte sie sich um, und zwar innerlich wandte sie sich um, dort hinein und spürt, ja, da kommt er. Da kommt dieses Leben, diese Lebendigkeit. Also geht es darum, dass wir uns in unser Innerstes vorantasten. Das ist das vorsichtige, langsame Herantasten des österlichen Weges. Und natürlich entdecken wir da auch vieles, was uns runterzieht, was uns traurig macht, was uns belastet. Aber da dürfen wir uns mit Maria Magdalena wirklich vorantasten. Und dann können wir tatsächlich die Erfahrung machen, dass das Leben an einer inneren Dynamik, einer unglaublichen Dynamik gewinnt. Und diese Dynamik, die will uns innerlich öffnen, freimachen, auch von all dem, woran wir uns äußerlich klammern, wo wir aber genau wissen, das kann ich alles nicht halten.
Ich bin in der Fastenzeit immer wieder in der Benediktinerabtei in Vals, hinter Aachen in den Niederlanden, und dort zeigte mir ein Bruder, der Bildhauer ist, einen Grabstein. Auf dem hat er geschrieben: "What you had, verlies you." Also, was du hast, verlierst du. "What you bent, bleibt." Was du bist, bleibt. "Vorbei, Zeit und Räumte." Also, vorbei sind Zeit und Raum. Da dachte ich, boah, krass, ja, das bringt es auf den Punkt, was Ostern eigentlich bedeutet. Also eine Weitung des Lebens. Nicht das Greifen, das Festhalten. Die Frage an uns ist: Sind wir für dieses neue Leben offen, bereit, dass uns das jetzt hier schon frei macht? Oder haben wir eigentlich mit neuem Leben, mit Vorankommen ganz andere Vorstellungen? Also welches neue Leben wollen wir? Wir sind ja immer in der Versuchung, gerade in unserer Kultur, den Menschen weiter zu optimieren, ne? In verschiedensten Bereichen Dinge in den Griff zu kriegen. Jetzt kommt das ganze große Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube nicht, dass wir uns damit optimieren. Allein schon die Energie, die das Ganze frisst. Hier wird Leben immer mehr ausgepresst. In diesem, wenn wir meinen, wir können es äußerlich optimieren. Wir fühlen uns immer ausgelaugter. Und wohin haben wir es damit gebracht auf unserem Planeten? Also das ist eine Sackgasse. Eine soziale, eine menschliche Überforderung. Und so viele Menschen und jetzt auch ganze Länder bleiben auf der Strecke. Und natürlich diese ganze gefühlte Unzufriedenheit. Wo ist denn überhaupt noch mehr rauszuholen? Geht doch gar nicht. Geht doch gar nicht. Auferstehung meint eine Erneuerung in einem ganz anderen Sinne. Ein totaler Unterschied. Nämlich eine Erneuerung nicht durch Optimierung, sondern durch jemand, der dich ohne Hintergedanken meint, der dich gar nicht optimieren will, sondern der dir eine neue Lebensqualität schenken will. Nicht äußerlich mehr, sondern gefühlt, gespürt, erfahren. Und zwar durch eine Ruhe, die er dir in das Ganze bringt. Das heißt, er sagt dir, wie damals Maria Magdalena es von Jesus gehört hat: Du kannst den Weg eigentlich gar nicht verlieren, weil ich komme dir darauf entgegen. Ne? Hier ist nicht ein Blick in die Vergangenheit, was war damals, sondern er kommt uns entgegen. Und das Leben gewinnt auf jeden Fall eine positive Zukunft, eine positiv offene Zukunft und Weite. Das ist die Qualitätsveränderung, die es hier gibt. Das heißt, wenn alles irgendwie auf der Welt überhaupt irgendeinen Sinn hat, dann ist dieser Sinn in der Auferstehung Jesu, in seinem Willen, dir zu begegnen, dir dieses Leben, diese Lebenskraft, diese Erneuerung zu schenken. Und das reicht. Das ist der Sinn überhaupt, warum es uns gibt. Letztlich ist es Gott darin, der sich uns einfach schenken will. Fertig, aus. Das ist der Sinn des Ganzen. Deswegen Ostern, Mittelpunkt eigentlich des ganzen Evolutionsgeschehens. Ne? Beschleunigung, weil da etwas aufbricht, aber im positiven Sinne, nicht äußerlich immer weiter, immer mehr, immer mehr. Das wird uns auch die Freiheit geben, glaube ich, für manches, was jetzt konkret ansteht, nämlich auch konkreten Verzicht. Machen wir uns nichts vor. Wir werden auch gerade im Blick auf die Klimakrise nur weiterkommen, wenn wir konkret auf Dinge äußerlich verzichten. Die sogenannten Klimakleber, die werden jetzt belächelt, kritisiert und sonst was. Ich will jetzt nicht prophetisch sein, doch ich will es. Das ist harmlos im Vergleich zu den Herausforderungen, die noch wirklich dann kommen werden, wenn wir nichts tun. Also eine Freiheit zum konkreten Verzicht schenkt uns Ostern, weil dieser Verzicht wird Leben ermöglichen, weil es eben nicht um das Äußerliche immer mehr geht. Nein, das Leben ist was anderes. Es ist die Intensität. Dein Leben ist eine Anrede Gottes. Gott will dich, Gott ruft dich ins Leben und so wird Alltag tiefer und erfüllter. Also lassen wir versuchen, doch österlich tasten, sehen, leben, lernen. Alles in deinem Leben wird ein Ort göttlicher Liebe. Das kann sich darin öffnen, auch gerade die schweren Zeiten. Ich denke, das ist es. Ich möchte es mit einem Wort von Mary Ward, dieser großen Frau des 16. Jahrhunderts, zusammenfassen, des 17. Jahrhunderts. Sie sagte mal: meine Sorgen, die sind endlos. Sage ich ehrlich auch von mir. Dennoch, sagt sie, dennoch bin ich über beide Ohren im Vertrauen. Das ist Ostern. Amen.